Hallo und herzlich willkommen bei Volle Welt voraus, dem Karriere-Podcast der Jungen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Heute sprechen wir darüber, wie man nach einem abgeschlossenen Medizinstudium in der Entwicklungszusammenarbeit landet. Dafür haben wir Julius Murke zu Gast. Er ist Berater für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, im Bereich Global Health in Kamerun. Und wenn ihr wissen wollt, wie Julius fast ein Rockstar geworden wäre und wie er bei einer Reise im Kongo beinahe im Gefängnis gelandet wäre, dann müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr zuhört. David und ich begrüßen heute Julius Murke bei uns. Hallo, lieber Julius. Hallo. Bevor wir ganz viele Fragen an dich haben, stelle ich dich mal kurz vor. Deine Karriere begann im Grunde schon vor dem Abi und zwar ganz woanders, als man heute vermuten könnte. Du warst Bassist in einer Rockband und das auch noch ziemlich erfolgreich. Darauf werden wir später eingehen. Du hast dann aber Medizin studiert und abgeschlossen, bist also Arzt, hast noch zwei Studiengänge dazwischen angefangen und bist schließlich in der Entwicklungszusammenarbeit gelandet, bist jetzt Berater bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, warst da zuerst in Bonn und bist jetzt gerade im Bereich Global Health tätig in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Wenn ich jetzt höre, jemand studiert Medizin, dann denke ich mir, Wahnsinn, die Person wird einen der sichersten, bestbezahltesten, angesehensten Jobs haben, auch noch Menschen helfen. Wieso hast du nicht einfach gesagt, ich eröffne irgendwann eine Praxis, lass mich nieder, hab ein entspanntes Leben und werde einfach praktizierender Arzt? Warum nicht? Ich glaube, ich wollte eigentlich immer was verändern. Ich hatte so das Gefühl, dass, ich glaube, ich war sehr geprägt von der Finanzkrise, dass wir eigentlich ganz schön viel tun müssen in unserer Gesellschaft, unserem Wirtschaftssystem, unserem politischen System. Und auch wenn mir Medizin immer sehr viel Spaß gemacht hat, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich als Arzt nicht zu diesen Veränderungen beitragen kann. Und außerdem hatte ich gedacht, möchte ich auch gar nicht wissen, was ich in 20 Jahren arbeite, sondern möchte auch viel vielleicht verändern, was ich eigentlich wirklich in meinem Leben beruflich mache. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, nicht als Arzt in der Praxis zu arbeiten, sondern vielleicht eher auf Ebene internationaler Zusammenarbeit. 2013 hast du ja ein Praktikum im Kongo gemacht. War das deine erste Reise bzw. deine erste Erfahrung in einem Land des globalen Südens? Oder anders gefragt, was hat den Auslöser gegeben, dass du dich für die Entwicklungszusammenarbeit als Beruf entschieden hast? Also ich glaube, also es war nicht das erste Land des globalen Südens. Ich war davor mal auf einer längeren Reise in Indien. Das hat mir super gefallen. Und dann im Kongo. Dieses Praktikum war unglaublich interessant. Das hat mich sehr, sehr geprägt. In der Region, in der ich gearbeitet habe, das ist eine wirkliche Krisenregion. Dementsprechend habe ich da eher humanitäre Hilfe erlebt als Entwicklungszusammenarbeit. Und ich habe ja selbst dort auch im Krankenhaus gearbeitet. Aber ich hatte nach diesem Praktikum mich eben mehr beschäftigt mit dem Begriff globaler Gesundheit und dann eben auch so ein bisschen mit den Organisationen, die im Bereich internationale Zusammenarbeit tätig sind. Und ich war eigentlich immer ziemlich abgeneigt gegen, ja, ich sag mal, Entwicklungshilfe, weil ich so das Gefühl hatte, dass das nicht wirklich etwas verändert, sondern eher substituiert, also mehr so ein Ansatz von Almosen ist. Aber mir ist eben aufgefallen, dass es sehr viel Veränderung gibt in dem Bereich internationaler Zusammenarbeit. Und das hat mich dann doch sehr gereizt. Und da hatte ich dann eben das Gefühl, dass ich auch meine Expertise als jemand, der, sag ich mal, technisch sich auch mit Gesundheit und Medizin auskennt, eigentlich in diesem Bereich sehr gut kombinieren kann mit so einer politischen, wirtschaftlichen Arbeit und eben auch meiner, ja, sozusagen sektorspezifischen Expertise im Gesundheitsbereich. Und ja, durch diese Beschäftigung
habe ich dann irgendwie mehr und mehr Lust bekommen und ja, habe dann nach diesem Praktikum eben auch mit Freunden eine NGO gegründet und dadurch habe ich mehr gelernt, mehr erfahren über den ganzen Bereich und eben ja mehr gemerkt, dass mir das wirklich gut gefällt. Die NGO, die du gegründet hast, das ist Young Leaders for Health. Erzähl uns mal, was es für eine Organisation ist, was eure Ziele sind und was du da machst. Also inzwischen mache ich da nichts mehr. Es ist eben eine Organisation für, ja, um eigentlich junge Leute ans Thema globale Gesundheit heranzuführen. Junge Leute heißt Studierende vornehmlich und BerufseinsteigerInnen. Und es geht darum, einerseits sich als junge Menschen einzusetzen für Veränderungen, sag ich mal, des internationalen Ordnungsrahmens zu globaler Gesundheit, also so eine Art Advocacy-Tätigkeit zu haben. Es geht andererseits darum, eben junge Leute zu fördern in ihren Kompetenzen, die sie brauchen und in diesem Bereich tätig zu sein. Deswegen auch das Wort Leaders, also da geht es schon eben auch um so Leadership Skills, aber geht eben auch in dem Verein darum, ja, sich einfach mit diesen Themen, auch mit bestimmten, sagen, verschiedenen Sachthemen im Bereich globale Gesundheit auseinanderzusetzen, darüber zu lernen. Und das ist sozusagen ja so der Ansatz der NGO, dass junge Leute lernen, während sie eben direkt schon aktiv sind. Und was ich da gemacht habe, war eben, wir waren eine kleine Gruppe von Leuten, die die NGO gegründet haben. Und da haben wir uns ein bisschen eben die Themen aufgeteilt. Und ich habe immer so ein bisschen mehr zu den, sag ich mal, fachlichen Aspekten gearbeitet. Also so die, sag ich mal, Vorbereitung ein bisschen mehr für die Lehrinhalte, wenn wir so Lehrveranstaltungen gemacht haben, vielleicht mal Seminare gegeben. Oder wir haben eben Konferenzen organisiert. Und ja, für mich war das sozusagen auch eigentlich eine Plattform, um schon zu lernen, wie man in dem Bereich tätig wird. Also, sag ich mal, wie macht man Fundraising? Wie managt man ein kleines Projekt? Eben in allen Bereichen von Buchhaltung über Konzeptionierung, über so ein bisschen ein Team organisieren. Das heißt, diese NGO war von Anfang an eigentlich so, dass man gesagt hat, die das gründen, haben eigentlich denselben Benefit von denen, die sozusagen die TeilnehmerInnen von bestimmten Veranstaltungen sind, dass man eigentlich sagt, man lernt eben auch, während man in der NGO ist. Und deswegen bin ich, wo ich jetzt das Gefühl habe, nicht mehr ganz Berufseinsteiger zu sein, auch nicht mehr in der NGO aktiv, habe das immer noch so ein bisschen begleitet, sag ich mal, auch als ich nicht mehr ganz so aktiv war, um ein bisschen zu unterstützen. Aber inzwischen ja, mache ich da, bin ich sozusagen auch aus der NGO ganz ausgestiegen. 2009 hast du mit deinem Medizinstudium begonnen. War da schon klar, dass du Richtung Entwicklungszusammenarbeit gehen willst? Oder was war ursprünglich deine Motivation zu sagen, ich möchte Humanmedizin studieren? Ich muss zugeben, dass, ihr habt ja die Band erwähnt, in der ich war, dass ich nicht so viel Zeit hatte, während ich noch in der Schule war, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich später im Leben tun möchte. Und dementsprechend, glaube ich, hatte ich nicht viel Ahnung dazu, was es eigentlich an verschiedenen Studiengängen gibt und was man damit machen kann. Und Medizin war was, da konnte ich mir immer was drunter vorstellen. Es hat mir gefallen. Ich habe gehört, da macht man viele Grundlagen auch zu Naturwissenschaften. Und das war eigentlich auch erstmal, als ich angefangen habe, gar nicht direkt der Plan überhaupt, da mit mein Geld zu verdienen, da war immer noch die Frage, ob ich eigentlich als Musiker weiterarbeiten würde. Das heißt, diese Entscheidung war so ein bisschen, ohne zu viel Aufwand wurde die getroffen. Und ja, es hat mir aber, ich glaube, einfach so ein bisschen gelegen, naturwissenschaftlich mit Menschen, diese Kombination, das hat mir gut gefallen. Aber wenn du eben fragst, war immer meine Idee, Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Ich glaube, meine Idee war eben nie, unbedingt Arzt zu werden. Ah, okay. Mhm. Ja. Interessant, ja, macht Sinn. Spannend. Na klar, wenn man einen EMI-Plattenvertrag hat, dann hat man nicht unbedingt Zeit für große Studienorientierung.
Wenn man deinen Lebenslauf etwas genauer betrachtet, fällt auf, dass du unzählige Online-Kurse an verschiedensten Institutionen, Universitäten belegt hast. War das deine Taktik, so ein bisschen diesen Spurwechsel von Medizin zu Entwicklungszusammenarbeit hinzubekommen? Oder war das einfach reine Interesse an Bildung? Ich glaube, das ist so beides. Also ich habe, als ich eben angefangen habe, in dieser NGO zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich natürlich einfach sehr viel lernen muss, wenn ich zu bestimmten Themen Ideen entwickeln möchte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne im Bereich internationale Zusammenarbeit tätig bin, weil ich bin der Meinung, da muss man eigentlich die ganze Zeit dazulernen. Und das ist einer auch der großen Motivationsfaktoren für mich. Also das mache ich einfach total gern. Und auf der anderen Seite hat es für mich was damit zu tun, dass wenn ich das ernst nehme, dass ich einen Beitrag leisten möchte und ich zu bestimmten Themen arbeite, dann muss ich mich dazu eben auch auskennen. Und für mich ist es auch so ein bisschen so, dass ich glaube, so eine gewisse, ich glaube, jeder hat so einen gewissen Ansatz dafür, wie man Veränderungen auf welcher Ebene vielleicht in die Wege leiten kann. Und ich habe eben schon gemerkt, dass für mich, das so ein Ansatz ist, der doch sehr, sag ich mal, Policy basiert ist, wo ich aber auch glaube, recht viele verschiedene, sag ich mal, Policy-Bereiche miteinander verbinden zu müssen. Und deswegen, ja, habe ich eigentlich dann alle möglichen Online-Kurse gemacht, weil jetzt aus meinem, sag ich mal, Studium und Hintergrund zum Beispiel öffentliche Finanzen, Zentralbanken, vielleicht so Projektmanagement großer Infrastrukturprojekte oder so, ich das eigentlich zum Beispiel jetzt nicht so gelernt hatte, aber das Gefühl hatte, dass es eigentlich sehr wichtig für den Ansatz, den ich eigentlich verfolgen möchte in meiner Arbeit, dass man sich dazu auskennt. Und deswegen, ja, ist das schon was, dass ich mir ein bisschen überlegt habe, okay, für meine Karriere, was muss ich eigentlich können, damit ich einen Job kriege oder auch weiterhin gute Jobs bekomme. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eher so, dass ich auch sage, welche Jobs will ich haben, um dahin zu kommen, das zu tun, warum ich eigentlich in dem Bereich arbeite. Ist das auch die Motivation gewesen, warum du angefangen hast, während des Medizinstudiums parallel noch BWL zu studieren und dann nach dem Medizinstudium Wirtschaftsmathe anzufangen? Ja, genau. Also ist genau dasselbe. Also ich hatte immer, also nicht zu viel Wert, glaube ich, gelegt auf Zertifikate. Das habe ich dann irgendwann mal später auch in meinem, genau, mal angefangen und dann in meinen Lebenslauf meine Zertifikate gesteckt. Aber eigentlich war es für mich immer wichtiger, dass ich was lerne. Also, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich meinte ja schon, die Finanzkrise hat mich sehr geprägt. Also Wirtschaft war für mich immer ein Thema. Wirtschaftsmathematik, da ging es für mich so ein bisschen dann mehr so um nochmal Ökonometrie, ein bisschen Fragen von, ja, wie kann man vielleicht auch nochmal besser Evidence-Based Policy-Making realisieren. Das heißt eigentlich, ja, diese Studiengänge waren schon, da war jetzt nicht unbedingt die Idee zu sagen, ich muss das unbedingt abschließen, sondern sehr stark getrieben von, ich möchte bestimmte Sachen lernen, die ich jetzt meine können zu müssen, um eben so in meinen Policy-Reflexionen weiterzukommen. Bist du rückblickend glücklich, dass du sagst, ich habe da wichtige Skills mitgenommen und dass ich dann im Lebenslauf nicht stehen habe, zusätzlich noch einen Abschluss in den Fächern? Hängt dir das nach oder bist du damit eigentlich rückblickend zufrieden? Also ich habe mich, bevor ich hier angefangen habe, in Kamerun zu arbeiten, beim IMF beworben. Das hat nicht geklappt und ich glaube, das ist auch ohne abgeschlossenes Wirtschaftsstudium ein bisschen schwierig. Aber da habe ich auch schon eine Taktik im Kopf, wie ich das vielleicht über Berufserfahrung hinkriege, da hinzukommen, indem man vielleicht irgendwie hier und da eine Publikation macht, nochmal, wie gesagt, man arbeitet bei einer Organisation, die nicht ganz so hohes Prestige hat in dem Bereich. Und deswegen würde ich sagen, ich bin damit nicht unzufrieden, aber es gibt auch genau Organisationen wie den IMF, wo ich sagen würde, da wird es dann schon schwierig, ohne da ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium zu haben, dort zu arbeiten. Mhm. Gut, du hast es trotzdem zur GIZ geschafft, hast dort als Trainee begonnen. Magst du darüber
bisschen berichten? Was für eine Art von Ausbildung hat man danach? Wie läuft das ab? Also das Trainee-Programm, es ist eigentlich kein Abschluss, ist eigentlich einer der Berufseinstiegsmöglichkeiten in die GIZ oder insgesamt nochmal größer gefasst in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, als EZ-Trainee ist man, sag ich mal, so ein bisschen besserer Praktikant und da durchläuft man dann drei Stationen. Man arbeitet einmal in einem Projekt für die GIZ im Ausland. Das habe ich in Nepal, in Kathmandu gemacht. Dann ist eine Station mit einer internationalen Organisation. Das kann eine NGO sein, das kann eine UN-Organisation sein. Da war ich dann in Genf mit der WHO, also mit der Weltgesundheitsorganisation. Und das dritte ist, dass man dann beim BMZ arbeitet. Und da war ich in Berlin und habe da im Referat Afghanistan, Pakistan gearbeitet. Und danach hat man keinen Abschluss, aber danach hat man, wenn man auch in der Lage ist, sich schnell einzuarbeiten, innerhalb von ein bisschen mehr als 1,5 Jahren eben Einblick in drei Organisationen bekommen und hat dadurch, glaube ich, dann schon einen ganz guten Überblick über auf jeden Fall die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Das klingt ja schon nach einem sehr attraktiven Trainee-Programm. Wenn ich jetzt irgendwie in Richtung deutsche Entwicklungszusammenarbeit gehen möchte, dann habe ich wirklich die wichtigsten Player alle mit einem Training quasi mal abgeklappert. Was muss ich mitbringen, um da genommen zu werden? Ich meine, du hast dich jetzt als Arzt beworben. Das ist wahrscheinlich nicht die häufigste Art von Qualifikation, die sich da bewirbt. Welche Leute treffen da zusammen und wer kann sich dafür bewerben? Also ich glaube insgesamt, dieses Trainee-Programm sucht eben schon so ein bisschen auch zukünftige vielleicht Führungskräfte im Bereich internationaler Zusammenarbeit, spezifisch Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen ist es schon mehr auf Leute ausgerichtet, die ein bisschen mehr GeneralistInnen sind. Und das ist auch insgesamt ein Trend, auf jeden Fall in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, mehr und mehr GeneralistInnen zu suchen, also Leute, wo man meint, die sind kommunikativ stark, die zeigen eben ja viel soziale Kompetenzen, die also können sich schnell Sachen aneignen, müssen aber nicht unbedingt in einem Bereich tiefere Expertise mitbringen. Und ich würde sagen, darauf ist auch so ein bisschen das Trainee-Programm ausgelegt. Es ist aber, denke ich, auch möglich, so ein bisschen beides mitzubringen. Und ich glaube, das ist, würde ich sagen, auch ein bisschen eine Frage natürlich, was eben man für einen Ansatz hat selbst, wie man arbeiten möchte im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Ich finde es eben schon eigentlich immer gut, wenn man zusätzlich zu den vielen, sag ich mal, mehr so generellen Skills, die man auch braucht, zu Projektmanagement, zu Beratung, eben zu Persönlichkeit, sozialen Kompetenzen, wenn man so ein paar technische, tiefere Expertise mitbringt, dann kann man das schon sehr gut kombinieren und kommt da doch auch oft, finde ich, nochmal besser voran. Also ist nicht unbedingt das, was im Moment immer gesucht ist, aber ich würde sagen, ich bin eigentlich so ein Kandidat, der eben mit Medizin dann schon jetzt nicht so ein total generalistisches Studium gemacht hat und hat dann auch trotzdem geklappt. Und deswegen glaube ich, ja, ist das, kann ich auch sagen, auch ein interessanter Weg zu sagen, man kann sich auch als jemand, der eine Expertise hat in einem Bereich, ja, andere Sachen aneignen und damit ist dann auch so ein Trainee-Programm eine gute Möglichkeit, um anzufangen. Du hast in Bonn zum Thema Afghanistan also gearbeitet. Das ist David und mir schon häufig aufgefallen, dass es viele Jobs gibt, wo man sich mit einem Kulturraum auseinandersetzt oder einem Land, aber selber nicht dort vor Ort ist. Also du saßt in Berlin und hast zum Thema Afghanistan gearbeitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Warst du selber mal vor Ort? Wie läuft das ab? Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich war dann eine Woche während dieser Zeit, in der ich im Ministerium gearbeitet habe, auch selbst in Afghanistan. Aber in dieser Woche habe ich natürlich nicht wirklich gesehen, was der
was sage ich, der Lebenskontext ist in dem Land. Und ich würde sagen, wie man dazu arbeitet, es kommt natürlich auch sehr darauf an, was man denn dann tut in seiner Arbeit, wenn man zu einem Land arbeitet. Ich habe eben im Ministerium gearbeitet. Man muss sich da überlegen, dass das Ministerium ja selbst keine Projekte umsetzt in Afghanistan, sondern das Ministerium Projekte in Auftrag gibt, dass die Menschen, die Projekte umsetzen und die Projekte vorschlagen und die, sag ich mal, auch Informationen wirklich liefern zu den Realitäten, die sind vor Ort. Und dementsprechend ist man im Ministerium mehr die Schnittstelle zwischen der allgemeinen Strategie des Ministeriums zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit und dann der spezifischen Umsetzung von Projekten eben in verschiedenen Partnerländern. Und deswegen würde ich sagen, hat man ja nicht, wenn man dazu, also wenn man da 5, 6 Monate arbeitet, kennt man sich nicht sehr gut mit Afghanistan aus. Man kennt sich vielleicht besser aus, wie das BMZ eigentlich seine Entwicklungszusammenarbeit beauftragt und managt. Aber natürlich ist es so, dass es auch viele Informationen gibt, über die man natürlich lesen kann, Statistiken, Berichte, und das versucht man natürlich so viel wie man kann zu nutzen, und man versucht natürlich auch jede Möglichkeit zu nutzen, mit Leuten, die vor Ort sind, zu reden. Aber es bleibt natürlich so ein bisschen ja das Gefühl, dass man mehr Informationen haben wollte. Aber man ist ja auch nicht allein. Und zum Beispiel der Referatsleiter, der hat lange in Afghanistan gearbeitet, bevor er Referatsleiter geworden ist. Und dadurch hast du natürlich, sag ich mal, in so einem Team schon auch Ortskenntnisse. Ich persönlich hatte das nicht, aber das BMZ insgesamt als Organisation schon. Du warst ziemlich oft schon im Ausland bisher. Ist es fair zu sagen, es zieht dich von den Schreibtischen in Bonn und Berlin schon immer wieder raus? Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Bonn auch gearbeitet, eher aus persönlichen Gründen, als dass ich wirklich in Deutschland hätte bleiben wollen. Es zieht mich auf jeden Fall raus, weil ich jetzt zum Beispiel in Kamerun, warum bin ich hier? Ich habe kein Französisch gesprochen, bevor ich hergekommen bin. Ich gesagt, es ist ja schon mal ein super Grund, nach Kamerun zu kommen. Ich finde es natürlich einfach schön, das Gefühl zu haben, mich irgendwie auch mit der Welt verbinden zu können. Also ich merke, dass ich, glaube ich, immer schon von meiner Identität so den Wunsch hatte, nicht ein zu eurozentristisches Weltbild zu haben und irgendwie auch mehr darüber zu lernen, wie man anders leben kann, Dinge anders sehen kann. Eben auch Lebensrealitäten von anderen Ländern zu sehen, im Sinne, wie fair oder unfair ist das? Oder wenn ich sage, ich will was verändern, dann hat sich das auch nie auf Deutschland beschränkt. Und deswegen, ja, also es zieht mich auf jeden Fall ins Ausland, und ich merke das auch hier in Kamerun, da bin ich glücklicher als in Bonn. Also vielleicht liegt es auch daran, dass Bonn eine kleine Stadt ist und ich lebe hier jetzt nicht in einer kleinen Stadt, und da ich aus Berlin komme, mag ich eben große Städte. Aber ja, ich genieße einfach dieses Leben, was irgendwie so eine regelmäßige, also wo ich einfach jeden Tag eigentlich was lerne. Das gefällt mir einfach sehr gut. Ich bin hier doch einfach anders inspiriert und kenne das. Ich komme, gehe irgendwie aus dem Haus und freue mich total, in Kamerun zu sein. Kannst du dein Leben in Kamerun ein bisschen genauer beschreiben? Unterliegt das bestimmten Regeln? Darfst du dich nur in bestimmten Gebieten bewegen, oder fühlst du dich komplett frei? Also Kamerun ist ein Land, wo es in der, also sag ich mal, so in der Hauptstadt oder auch insgesamt so in diesem, ich sag mal, ganzes Zentrum des Landes sicher ist. Und dann gibt es Konfliktregionen, also im Westen gibt es einen
Konflikt, also sag ich mal eine Art Sezessionsbewegung. Im Norden gibt es Konflikt durch terroristische Gruppen und an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik ist es eben auch aufgrund des Konflikts dort und der Migrationsbewegung nicht unbedingt sicher. Und das bedeutet schon mal, dass man einerseits von der GIZ, die ja sich verantwortlich fühlen für ihre MitarbeiterInnen, bestimmte Regeln auferlegt bekommt, vor allem auch während der Arbeit. Das heißt, ich muss, wenn ich in bestimmte Regionen möchte, brauche ich eine Genehmigung von unserem Risk Management Office, die eben sozusagen spezialisiert darauf sind, immer die Lage aktuell im Blick zu haben und zu wissen, wo es sicher ist und wo es nicht sicher ist. Und dann in meinem Privatleben habe ich auch bestimmte Beschränkungen, die sind aber mehr Empfehlungen. Also das wird auch nicht so kontrolliert. Das ist dann schon etwas, wo jeder das auch so ein bisschen persönlich selbst entscheiden muss. Also wenn ich sage, es ist sicher im Zentrum Kameruns, es ist natürlich in der Hauptstadt weniger sicher als in Berlin. Das heißt, einerseits ist es schon der Verkehr viel gefährlicher. Das heißt, wenn ich sage, ich will auf einem Moped fahren, dann ist mein Risiko, da einen schlimmen Unfall zu haben, viel größer, als wenn ich das in Deutschland mache. Dann ist es natürlich nachts so, dass es mehr Kriminalität gibt, selbst tagsüber. Und das muss ich mir dann selbst natürlich ein bisschen überlegen, wie ich mich dann dazu verhalte. Ich gebe zu, ich bin ja wie ein junger Mann. Ich fühle mich dann auch nicht ganz so vulnerabel. Ich halte das auch so ein bisschen so, dass ich natürlich sage, ich habe irgendwie ein bisschen Geld dabei, dass wenn jemand kommen würde und sagt, er möchte jetzt irgendwie mich ausrauben, dann möchte ich natürlich den nicht verärgern und irgendwie nur 5 Euro in der Tasche haben, sondern vielleicht dem irgendwie so viel geben, dass der dann auch geht, weil er damit zufrieden ist. Und das heißt, ich glaube, man muss sich selbst eben auch ein bisschen überlegen, was bedeutet Sicherheit. Ich halte es auch so, dass eigentlich dort, wo ich lebe, ich bewege mich eben sehr, sehr viel auf der Straße. Ich glaube, eigentlich in meinem so ungefähr Bezirk, in dem ich wohne, kennen mich fast alle. Die ganzen Taxifahrer, Moped-Taxifahrer, die kennen mich. Und ich sehe das sozusagen so, man kann sich verstecken oder man kann aber auch eine Sicherheit dadurch haben, dass um einen herum alle so ein bisschen auf einen aufpassen. Und ja, ich glaube, ich halte es eher so, dass ich mich sehr frei bewege, aber ich halte eben die Augen offen und ich kenne eigentlich inzwischen einfach viele Leute an vielen Orten, wo ich auch häufiger bin. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt in meiner Bewegung hier in Kamerun sehr wenig eingeschränkt. Wie lange hat es gedauert, bis du so eine gewisse Street-Smartness hattest und auch so dieses System der kollektiven Sicherheit, dass man sich eigentlich gegenseitig beschützt oder dass man gegenseitig nicht beschützt, aber dass alle auf einen aufpassen, wenn man auch auf die anderen aufpasst. Wie lange hat es gedauert, bis du dich darin so zurechtgefunden hast? Also ich glaube, das erste Mal, als ich musste mich 5 Tage in Quarantäne, also da musste ich 5 Tage in Quarantäne bleiben, als ich angekommen bin in Kamerun. Erstmal bin ich rausgegangen. Das erste Gespräch, was ich geführt habe, da wollte ich Papaya kaufen. Da habe ich mich anscheinend so blöd angestellt, dass der Verkäufer sich irgendwie beleidigt gefühlt hat und mir keine Papaya geben wollte. Das heißt, ich bin angekommen in Kamerun und hatte das anscheinend überhaupt gar nicht raus, wie man sich zu verhalten hat. Ich kann auch gar nicht wirklich so explizit sagen, was ich jetzt verändert habe. Ich glaube, dass auch durch die Tatsache, dass ich hier Französisch gelernt habe, mein Französisch eben ja sehr kamerunisch ist, dass das wahrscheinlich so unterbewusst gleich auch so ein bisschen mehr Gefühl von Gemeinsamkeit hervorruft. Ich bin auch nicht so ein schüchterner Mensch hier, die KamerunerInnen auch nicht. Man quatscht sich ständig an, das mache ich auch. Ich frage die Leute, alle möglichen Fremden ständig irgendwie zu, was die so machen, was die verdienen. Und dadurch kriegst du natürlich irgendwann auch so ein bisschen Gefühl, wer ist wo, wer gehört zu welchen, sag ich mal, ethnischen Gruppen, wer gehört irgendwie, wer hat wo, wie, welche Freunde.
Und es ist schwierig eigentlich zu sagen, wie lang das wirklich gedauert hat. Ich habe mich hier eigentlich nach 3, 4 Wochen schon sehr, sehr sicher gefühlt. Hattest du jetzt nicht nur in Kamerun, auch davor im Kongo oder in Kathmandu mal so Situationen, wo du wirklich Angst hattest? Also im Kongo, ja. Im Kongo, da war ich eben sehr jung. Ich war im Kongo, ja, da wirklich in einem Kriegsgebiet. Ich war im Kongo viel weniger geschützt, weil ich da kein Geld hatte. Also da gab es eine Situation. Ich habe am Wochenende, wollte ich ein bisschen zur Entspannung auf so eine Insel fahren. Also da, wo ich war, das ist Goma. Das ist sozusagen am Kivu-See, einer der großen Seen in Ostafrika. Und da ist die größte Binneninsel der Welt auf diesem See. Und dann, die heißt Ichwi. Und da bin ich dann hin fürs Wochenende. Und ich hatte wenig Geld, weil ich eben noch Student war. Und ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, Geld abzuheben. Also hatte ich fast gar kein Geld. Und mein Französisch war so gut wie inexistent. Und ich hatte ja auch wirklich total wenig Erfahrung. Und ich war ja auch nicht geschützt durch irgendeine Organisation, sondern ich war da eigentlich privat. Also habe da ein Praktikum in einem kongolesischen Krankenhaus gemacht. Naja, und da war ich auf dieser Insel. Und ich glaube, ich hätte, im Kongo gibt es sozusagen überall Zollkontrollen und Passkontrollen. Also jedenfalls dort in dem Gebiet, Goma. Und ich hätte auf dieser Insel wahrscheinlich irgendwie noch mal weiter mich anmelden müssen oder mein Pass irgendwo zeigen müssen. Jedenfalls in dem Hotel, in dem ich war, nachdem es da schon so einen Konflikt gab, dass der Taxifahrer, also der Moped-Taxifahrer, mehr Geld haben wollte, als wir besprochen hatten und ich ihm das nicht geben wollte und mir dann die umständen Leute gesagt haben, wenn ich dem das nicht gebe, dann bringt er mich wahrscheinlich in der Nacht um. Und ich, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Da habe ich gesagt, gut, dann gebe ich jetzt eben irgendwie $3 mehr. War das dann aber so, als ich in diesem Hotel dann war, kam ein Beamter und hat gesagt, ja, du hast dich ja nicht registriert, wie ich dir das gesagt habe am Hafen. Und jetzt musst du ins Gefängnis. Und ich habe gedacht, ich kann ihn jetzt ja auch gar nicht bestechen. Ich hab ja nichts, gar kein Geld. Und oh Gott. Naja, gut, da hat man dann diskutiert und ich dachte so, ach Mist, also ich glaube, der hat recht, ich hätte das wahrscheinlich machen müssen, also und ich habe ja kein Geld, also der steckt er mir jetzt vielleicht echt ins Gefängnis. Naja, und das war dann irgendwie schon so die Sache, ja, du bist sozusagen auf dieser Insel, wo dir irgendwie schon gesagt wird, bist ja eigentlich, wenn du keinen Vorteil bringst für die Leute, halb vogelfrei. Und naja, gut, das fand ich dann irgendwie nicht gut. Aber ich konnte ja auch nichts machen. Also ich hatte ja gar keine Alternative. Ich konnte mir eigentlich nur sagen, das tut mir ja wahnsinnig leid. Und irgendwie so tun, als wäre ich ganz locker und cool. Und naja, wahrscheinlich war der ganz nett. Oder vielleicht stimmte das einfach auch nicht, was er gesagt hat. Jedenfalls, ich bin nicht im Gefängnis gelandet, musste ihm auch kein Geld geben. Er meinte einfach, er würde irgendwie wiederkommen. Ist er dann nicht. Ich bin dann auch nicht so lange auf der Insel geblieben. Am Ende ging das, also ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie im Kongo, da hätte ich wahrscheinlich in anderen Situationen Angst haben können, weil da gab es Artilleriefeuer, als ich da war. Also das war dann so, ich komme vom Krankenhaus nach Hause und dann schlägt eben eigentlich auf deinem Weg gerade Artilleriefeuer ein und du bist 2 Minuten später da, wo sozusagen die Bombe gelandet ist. Aber das hat mir alles nicht so, also das war irgendwie was, wo ich das Gefühl hatte, das ist mehr so ein kalkuliertes Risiko. Und dieses Ding da auf der Insel, irgendwie war das anders. Das war irgendwie unvorhergesehen. Das war irgendwie ein Risiko, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich, vielleicht war es dann irgendwie das, dass ich da gesagt habe, irgendwie da, das fand ich echt eine Situation, da hatte ich irgendwie Schiss. Ich glaube, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe keinen Handlungsspielraum. Ich kann ja gar nichts machen. Also ich bin, ich kann nichts anbieten. Ich kann nichts verhandeln. Ich kann nicht nur bitte sagen. Wie wir ja im Intro schon angeteasert hatten, ist ja in dir eigentlich ein Rockstar verloren gegangen. Du warst Mitglied in der Band Empty Trash, die im Jahre 2005 gegründet wurde und ihr habt Konzerte gegeben, hattet einen Plattenvertrag. Was ist da passiert? Wieso hast du aufgehört?
Also, ich würde mal sagen, wir hatten sehr, sehr große Ambitionen. Und diese Ambition, das hat dann auf dem ersten Anhieb nicht wirklich geklappt. Und wir haben uns als Band unglaublich zerstritten. Also das war ja eigentlich mit der Zeit nur noch damit verbunden, dass man jeden Abend irgendwelche Anrufe bekommen hat, wo einem erzählt wurde, man zerstört gegenseitig das Leben der anderen. Also es war so richtig Klischee, Jungs, Band, Geld, Streit. Und dadurch, ja, es hat natürlich auch viel Schwierigkeiten mitgebracht, dann ja unsere Ziele, sag ich mal, zu erreichen als Band. Wir haben uns dann so ein bisschen ja umstrukturiert, sage ich mal. Also am Ende, wie wir gestartet sind, waren nur noch der Sänger und ich dann in der Band. Der Rest ist gegangen oder wurde gegangen. Und ich hätte eigentlich richtig gern weitergemacht. Für mich war das so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin eben sehr spät in diese Band sozusagen eingestiegen. Ich habe Bass gelernt in der ersten, also das erste Mal hatte ich einen Bass in der Hand in der ersten Bandprobe. Ich wollte eigentlich nur zugucken. Und als ich da war, wurde mir ein Bass in die Hand gedrückt und gesagt, ja, spiel mal. Und dann hatten wir ja irgendwie nach 6 Wochen unseren ersten Auftritt. Das heißt, für mich war diese Band erstmal auch wahnsinnig Stress, weil ich irgendwie totalen Performance-Druck hatte und immer dachte, das fliegt ja auf, dass ich gar keinen Bass spielen kann. Wenn wir dann das erste Mal im Studio waren, irgendwie mit den Produzenten, und dachte ich mir, also die denken doch, der kann ja gar nicht spielen. Und naja, dadurch, dass ich dann ja irgendwann länger da war, hat sich das auch für mich verändert und hab eben, ja, bin besser geworden, und habe dann auch gesagt, hey, das kann ich mir echt vorstellen. Und ich hätte gerne weitergemacht. Aber es war dann so, dass nach unserem ersten Album, nachdem wir uns umstrukturiert haben, als wir am zweiten Album gearbeitet haben, unser Sänger dann ein Angebot für einen Solo-Vertrag bekommen hat. Er hat mich dann auch noch gefragt, ob ich da mitmachen möchte, als Studiomusiker oder Vertragsmusiker. Aber ja, für mich war das, glaube ich, einerseits was, wo ich enttäuscht war von ihm, dass ich dachte, Mensch, glaubst ja nicht an uns. Ich hatte da auch viele Songs geschrieben. Da habe ich gesagt, glaubst auch nicht an meine Songs. Und andererseits aber das Gefühl hatte, hey, für ihn ist es vielleicht eine gute Chance. Ich möchte ihm da jetzt auch überhaupt nicht Steine in den Weg legen. Und habe dann eben gesagt, mach das. Aber ich mach da nicht mit. Also dann mache ich was anderes. Ich studiere schon Medizin, kann ich auch weitermachen. Und ja. So ist diese Band dann auseinandergegangen. Also vielleicht hätte ich mehr kämpfen müssen, oder können. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, wie es alles gelaufen ist. Also es ist ein gutes Kapitel in meinem Leben und ich bin jetzt auch sehr glücklich, wo ich bin. Aber manchmal sind es eben auch so, ja, diese kleinen Entscheidungen, ob man eben dann sagt, hey, man hält noch fest oder man lässt dann los. Und dadurch, dass ich gesagt habe, ich mache nicht mehr mit. Da gab es auch so ein paar Reunion, also schon Versuche. Das hat dann für mich immer nicht gepasst. Einmal war ich dann eben gerade im Kongo beim Praktikum. Das andere Mal war ich irgendwie gerade in der Examensvorbereitung. Hab wir es dann auch nicht mehr geschafft, nochmal am zweiten Album zu arbeiten. Machst du trotzdem privat noch Musik? Also hier in Kamerun nicht so viel. Das muss ich jetzt mal bald anfangen, aber ja, in Nepal habe ich sehr, sehr viel Songs geschrieben. Also ich mache das manchmal so ein bisschen, dass ich singe ganz schlecht, aber mache ich dann eben trotzdem, um zu gucken, wie sich's denn anhört, so ungefähr. Und um eben so ein bisschen mit Text rumzuspielen. Und ja, also ich mache selbst Musik, aber dann spiele ich eben nicht Bass, sondern spiele ich eigentlich Gitarre und singe mir da einen zu. Wir haben jetzt zwar darüber geredet, warum es am Ende mit der einen Band nicht weitergegangen ist, aber es ist ja auch eine ganze Zeit lang richtig erfolgreich gelaufen. Also ich bin schon überrascht, dass du erst bei der Bandprobe den Bass in die Hand bekommen hast. Ich meine, ihr hattet ja wirklich einen Plattenvertrag von EMI und habt Riesenkonzerte gespielt, hattet eigentlich so. Hast du wirklich von, ich will eigentlich nur zugucken, zu, ich könnte hier richtig ein Star werden? Hast du das realisiert? Wie lief denn das ab? Ich meine, das ist ja schon eine sehr unwahrscheinliche Steilkarriere.
Also unser Sänger war, also würde ich sagen, wirklich sehr talentiert und immer total ambitioniert. Und für den war das, glaube ich, ganz klar, dass der Musiker werden will. Und der war auch überzeugt davon, dass er das Talent dazu hat. Und der hat diese Band natürlich dann auch getragen. Und ich meine, für mich war es eben so, dass ich auch nicht ganz verstanden habe, warum ich jetzt dabei bin, weil ich wirklich ja nur zugucken wollte. Aber diese ersten 6 Wochen, das waren Sommerferien in der Band. Also es war eigentlich so mein bester Kumpel, der hatte eine Band, der hat mir Sachen gezeigt von dem. Ich sag, boah, ist ja voll cool und ihr macht ja tolle Sachen, kann ich mal zur Probe? Bin ich da eben hin? Dann war das überhaupt gar nicht die Bandprobe von der Band, sondern es war eben einfach Proberaum mit dem Sänger und noch einem anderen Gitarristen und dann hieß es ja, wir gründen jetzt eine neue Band. So, das ging eben los. Das waren dann 6 Wochen Sommerferien, richtig tolle Zeit. Wir waren irgendwie, wir vier haben die ganze Zeit was zusammen gemacht, tagsüber geprobt, abends irgendwo tanzen gegangen. Unser Sänger hat wahrscheinlich jeden Abend 2 Frauen aufgerissen, weil der wie so ein, ja, total guter Typ war, als er jung war. Und irgendwie war das ja total, total cool, hat mir super Spaß gemacht. Und dann sind wir eben ganz schnell in so einen Bandwettbewerb eingetreten. Und da ging dann eigentlich schon der Druck los. Also wir haben dann in diesem Bandwettbewerb, haben wir sozusagen Berlin gewonnen und sind dann sozusagen deutschlandweit, glaube ich, waren wir da auf dem zweiten Platz. Also da ging es sozusagen, war es sehr, sehr ernst, direkt. Und ich glaube, ich bin jemand, der, ja, ich bin, glaube ich, ein ambitionierter Mensch. Also in allem, ob das irgendwie Sport ist, ob es Musik ist, ob es Arbeit ist. Ich kann mich gut motivieren und ja, kann mich sozusagen auch dann disziplinieren, zu sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie da das lernen. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, auch wenn es viel Druck ist, irgendwie versuche ich das hinzukriegen. Wir haben dann irgendwie schnell Demos aufgenommen. Also wir haben dann, es war, ging sozusagen richtig, richtig schnell eigentlich innerhalb von, ich würde mal sagen, so einem halben, zwischen einem halben Jahr und Jahr, dass wir eben Gespräche mit Plattenfirmen hatten, dass wir im Studio waren. Und ja, das heißt, habe ich das so realisiert? Ich glaube, für mich war es immer ein bisschen anders als für die anderen Bandmitglieder, weil ich, ja, mir, also es war manchmal so im Tourbus, wenn du guckst die ganze Zeit irgendwie so Videos von irgendwelchen anderen großen Bands und alle sagen eben, ja, das Geilste wäre Keith Richards zu sein oder die Rolling Stones. Und ich gebe zu, ich habe mir immer gedacht, ja, wäre jetzt gar nicht schlecht, aber irgendwie würde ich schon auch gern was anderes im Leben machen, außer nur also auf Konzerten zu sein. Also ich glaube, ich, ja, in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob es der Druck war, weil ich einfach nie gedacht habe, dass das, was ich am besten in meinem Leben kann, Musik ist. Oder ob es einfach irgendwie doch der Drang war, zu anderen Sachen zu arbeiten. Aber für mich war das irgendwie eine tolle Zeit, aber eigentlich, es war einfach, war nicht mein Traum, Rockstar zu werden. Hatte es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass du auf dem Papier gesehen hast, dass du in der Schule sehr, sehr gut bist und dass du auch mit einem 1-0er Abi, das du gemacht hast, ja auch dir alle Türen offen stehen. Also wenn du dich mit dem Bass in der Hand nicht wohlfühlst, dann hattest du ja auch wirklich die Möglichkeit, alles zu machen. Hat das mit reingespielt, dass du gesagt hast, naja, ich kann ja eigentlich auch was anderes machen, wieso mache ich es dann nicht? Also später auf jeden Fall. Am Anfang, ich meine, ich kann dir sagen, ich bin in der 11. Klasse fast sitzen geblieben. Ich fand nicht, dass ich da schlecht war, aber da ich nicht so richtig viel im Unterricht war, haben sich meine LehrerInnen dazu entschieden zu sagen, dann hat er ja mündlich keine Beteiligung. Also ich sag mal, ich habe nochmal einen steilen Leistungsanstieg in den letzten 2 Jahren meines Lebens gehabt. Ich hatte zwischenzeitlich in der Schule auch ziemlich Schwierigkeiten. Also würde ich sagen, am Anfang in der Band hatte das nicht so direkt was damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich habe ja irgendwie viele Möglichkeiten im Leben, sondern es war irgendwie dann doch, ja, glaube ich, mehr irgendwie damit verbunden, dass ich gemerkt habe, irgendwie will ich schon auch noch andere Sachen. Die anderen Sachen, die du machst, wir haben schon ganz viel darüber geredet, aber was ich jetzt schon zum Schluss noch mal wissen möchte, ist,
was machst du eigentlich? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du sitzt da, du bist Berater für Gesundheitsinformationssystemsstärkung. Erklär das doch mal kurz, bitte. Ja, vielleicht muss ich dazu ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Gesundheitsinformationssystem? Also darunter kann man sich jetzt nicht eine Software vorstellen, sondern man kann eigentlich mal sagen, hey, in so einem Gesundheitssystem, da hast du alle möglichen Daten. Ein Krankenhaus hat Daten, eine Arztpraxis hat Daten, Labore haben Daten, Gesundheitsämter haben Daten, Krankenkassen haben Daten und alle haben irgendwie Informationen, die sie managen, um eigentlich so, ja, sag ich mal, die Funktionen, die sie im Gesundheitssystem haben, auszuführen. Und jetzt ist natürlich so, dass mit Digitalisierung diese ganze Frage Daten für Management und Entscheidungsfindung immer wichtiger werden. Und das bedeutet, dass so ein Gesundheitsinformationssystem einerseits sich eben darum bemüht, dass in den verschiedenen Funktionsfeldern von Krankenhaus über Versicherung eben vernünftige Software- und Datenmanagementsysteme vorhanden sind. Aber andererseits, dass diese Systeme auf eine Art miteinander verbunden sind, dass man auch für Policy gute Entscheidungen treffen kann oder dass man Daten auch nochmal mehr für Patientinnen oder eben medizinische Entscheidungen verwenden kann. Und je nach Länderkontext hat das jetzt natürlich, sag ich mal, so ein bisschen verschiedene Stadien von so Maturität. Also, sag ich mal, Estland, die haben ein sehr gut verbundenes Gesundheitsinformationssystem und ein Land wie Deutschland ist vielleicht so ein bisschen in der Mitte. Und jetzt, wo ich hier in Kamerun arbeite, muss man sozusagen in vielen Bereichen noch mehr tun. Aber heißt ja auch nicht, dass sie überall, man jetzt, sag ich mal, es gibt auch Bereiche hier in Kamerun, wo man eigentlich schon weiter ist als in Deutschland. Und was mache ich da jetzt ganz konkret? Also ich arbeite zu bestimmten Teilen vom Gesundheitsinformationssystem. Das ist einerseits das, sag ich mal, Datensysteme von Gesundheitsämtern, wenn man das so nennen kann. Also das System hier in Kamerun ist ein bisschen anders, das Gesundheitssystem jetzt in Deutschland. Aber um so ein bisschen analog zu sagen, also das Datenmanagement, was Gesundheitsämter machen, da arbeite ich mit der Regierung zusammen, das zu verbessern und eben auch die, sag ich mal, Kenntnisse der verschiedenen MitarbeiterInnen in den Gesundheitsämtern und Krankenhäusern zu verbessern, wie sie Daten nutzen und wie sie die Systeme benutzen. Andererseits arbeite ich dann noch zu zwei anderen Software-Systemen. Das ist einmal ein ein Lieferkettenmanagementsystem für Medikamente und so eine Art Versicherungsinformationsmanagementsystem. Das heißt, ich sitze eigentlich konkret hier und berate das Gesundheitsministerium und andererseits für zwei andere Software-Systeme mache ich eigentlich so ein bisschen Projekt Software-Management. Was heißt, ich überlege eben, okay, was muss diese Software können? Nimmt man eine Software, die man da vielleicht anpasst? Muss man eine komplett neue Software entwickeln? Dann macht man Ausschreibungen für Softwareentwicklungsfirmen. Also ich programmiere das nicht selbst, sondern ich mache sozusagen das Projektmanagement, was dann eben heißt, du fragst die BenutzerInnen, was die brauchen. Du machst Ausschreibungen, organisierst dann Trainings. Das heißt, ich würde mal sagen, so konkret kann man sich vorstellen, ich sitze da, schreibe Mails, versuche Trainings zu organisieren, Consultants einzustellen, Softwareentwicklungsfirmen in Auftrag zu nehmen und versuche dann, das alles auf eine Art zu machen, dass du eben mit verschiedenen Abteilungen der Regierung sprichst, mit anderen internationalen Organisationen, damit man irgendwie guckt, dass man da ja an einem Strang zieht, wenn man ja nur zu einem bestimmten Teil arbeitet, weil alle irgendwie immer zu einem bestimmten Teil nur arbeiten. Die eine Abteilung im Ministerium arbeitet nur zu einem Teil und eine andere internationale Organisation nur zu einem. Und das heißt, man hat so verschiedene Ebenen von
so sehr systemisch Interoperabilität herstellen von Software- und Datensystemen und dann teilweise wieder sehr praktisch einen Workshop zu moderieren, wo man vielleicht irgendwie versucht zu sagen, wie kann man bestimmte Analysen machen, wie kann man also vielleicht Grundlagen zur Statistik vermitteln oder ja so ein bisschen Organisationsentwicklung voranbringen, also wie kann man vielleicht Prozesse anders managen. Also so ein bisschen eine Mischung, habe ich das Gefühl, aus Diplomatie und Unternehmensberatung. Okay. Es ist ja schon was sehr anderes als das, was du im Kongo gemacht hast. Also schließt du aus, dass du sagst, okay, irgendwann gehe ich vielleicht mal wieder in ein Krankenhaus oder ich mache Ärzte ohne Grenzen oder so. Reizt dich das? Also ich hatte vor 2 Jahren sehr viel mit meiner Schwester darüber gesprochen, wo sie denn jetzt als Ärztin anfängt zu arbeiten. Und da wollte ich sie motivieren. Und da habe ich mich selbst auch sehr motiviert, mal wieder im Krankenhaus zu arbeiten. Und da habe ich dann wirklich gedacht, Mensch, vielleicht wäre das doch cool, wenn ich irgendwo in Genf arbeite, dass ich dann sage, da habe ich eine 50%-Stelle und dann mache ich noch 50% im Krankenhaus. Und das kann ich mir vorstellen, aber nicht als Karriere, sondern als Erfahrung. Also meine Karriere sehe ich auf keinen Fall als Arzt. Aber ich fand die ärztliche Tätigkeit immer toll. Das heißt, wenn ich ja, jetzt nach Kamerun, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt wirklich in High-Income-Country will. Aber sollte sich's ergeben, dann könnte ich mir das vorstellen, nochmal das so ein bisschen so zu versuchen mit so einer halben Stelle. Wir sind leider schon fast am Ende unseres Podcasts. Bevor wir aber zur Abschlussfrage kommen, möchte ich gerne mit dir noch unsere Schnellfragerunde starten. Das sind 5 schnelle Fragen, die nach schnellen Antworten suchen. Und die erste Frage lautet: Wirst du irgendwann nochmal einen Plattenvertrag unterschreiben mit deinen neuen Songs? Ich würde es mir wünschen. Hast du ein musikalisches Vorbild? Nee, kein Vorbild. Wo gehst du in Berlin feiern? Ich glaube, ich war zu lange nicht mehr in Berlin, aber ich könnte sagen Kumpelnest. An welchen Orten auf der Welt möchtest du unbedingt noch arbeiten? Auf jeden Fall in einem arabischen Land. Jordanien. Warum? Ich möchte unbedingt Arabisch lernen. Und Jordanien, glaube ich, da lässt sich's richtig, richtig gut leben. Ja, und ich fände es einfach schön, auch gerade in Europa gibt es so viele Menschen, die Arabisch sprechen. Fände ich irgendwie auch, ich fände es schön, da irgendwie eine Verbindung zu haben zu dem Teil der Welt, gerade weil so viele Leute gibt, die weiß sind, die Probleme haben mit dem Teil der Welt. Mal angenommen, du würdest irgendwann noch in die Politik gehen. Was wäre das, was deine politische Arbeit definiert? Dein Leitsatz für eine politische Karriere? Ich glaube, ich würde eben gerne wirklich in der Politik das machen, was tatsächlich was etwas zum Positiven verändert und nicht dazu führt, dass man wiedergewählt wird. Also ich glaube, ich möchte einfach mehr Policy und mehr Transparenz in die Politik bringen. Und das wird mich eben interessieren. Und wenn das heißt, man ist dann direkt danach abgewählt, dann fände ich das auch in Ordnung. Aber ja, ich glaube, mein Leitsatz wäre das weniger Wahlkampf und ja, mehr Policy. Alles klar. Okay. Weniger Wahlkampf, mehr Policy passt auf ein Wahlplakat. Also damit kann man arbeiten. Wir befinden uns nun fast am Ende. Und es wird die immer gleiche Frage gestellt. Und ich bin ganz ehrlich, auf deine Antwort bin ich sehr gespannt. Und zwar die Frage lautet: Was würdest du deinem 21-jährigen Ich heute raten? Studier Data Science. Okay. Das ist großartig. Ah, okay, alles klar. Dann, das werden wir uns merken. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft, lieber Julius. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben sehr viel gelernt. Es ist ein Lebenslauf, auf den ich immer noch nicht ganz klarkomme. Ja, voll. Und wo ich wirklich sagen muss, ich zieh meinen Hut. Und ich freue mich vor allem,
jedes einzelne der nächsten 20 Jahre immer wieder zu googeln, wo du bist und was du machst. Und schön, dass du das heute mit uns geteilt hast. Danke. Auch von meiner Seite ein großes, großes Dankeschön. Ja, vielen Dank euch. Zu guter Letzt noch ein großes Dankeschön an die junge DGAP für die Unterstützung und die Zusammenarbeit. Und natürlich ein ganz dickes Dankeschön an unseren Podcast-Papa Vincent Venus, ohne den das alles nicht möglich wäre. Wir hoffen sehr, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.